Der Besuch eines Wasserfalls ist eine der spektakulärsten Erfahrungen überhaupt. Es ist eines der atemberaubendsten Wunder der Natur, zu sehen, wie literweise Wasser mit voller Wucht fast vom Himmel fällt. Um euch bei eurem nächsten Abenteuer zu helfen, habe ich die Top 10 der schönsten Wasserfälle der Welt ausgesucht. Niagarafälle, Nordamerika. Immer und immer wieder werden die Niagarafälle als der schönste Wasserfall der Welt gepriesen. Mit einer enormen Länge von 800 Metern und einer Höhe von 51 Metern ist er eine der Top-Attraktionen an der Grenze zwischen den USA und Kanada. Die Niagarafälle bestehen aus drei Wasserfällen, den American Falls, den Bridal Falls und den Horseshoe Falls, die zusammen die höchste Fließgeschwindigkeit aller Wasserfälle auf der Erde erzeugen. Natürlich ist dies eine großartige Quelle für Wasserkraft und produziert jeden Tag eine unglaubliche Menge an Strom für Millionen von Menschen. Victoriafälle, Sambia. Die Victoriafälle sind berühmt dafür, der größte Wasserfall der Welt zu sein, obwohl er das technisch gesehen nicht ist. Mit einer beeindruckenden Höhe von 108 Meter sind die Victoriafälle allgemein bekannt für die atemberaubende Höhe, mit der das Wasser herabstürzt. Diese Fälle sind legendär und werden von vielen als einmalig im Leben beschrieben. Außerdem verfügt der Wasserfall über einen riesigen natürlichen Pool, in dem Besucher sicher schwimmen können. Engelsfälle, Venezuela. Die Engelsfälle sind in der Tat der höchste Wasserfall der Welt. Mit einer schwindelerregenden Höhe von 980 Metern ist die schiere Höhe dieses Wasserfalls schon verblüffend genug. Wenn der Wasserstand zwischen Juni und Dezember hoch genug ist, können Besucher Flussfahrten unternehmen und den Nebel des Wasserfalls spüren, während sie flussaufwärts fahren. Die Engelsfälle, die über den Rand des Auyantepui-Berges stürzen, sind wirklich einer der spektakulärsten Orte der Welt. Iguazu-Wasserfälle, Brasilien. Die schiere Größe der Iguazu-Fälle macht sie zu einem der einzigartigsten und schönsten Wasserfälle der Welt. Mit einer Höhe von 82 Metern und einer herausragenden Breite von 2700 Metern sind die Iguazu-Fälle doppelt so breit wie die berühmten Niagara-Fälle. Da er einer der nassesten Wasserfälle der Welt ist, müsst ihr euch keine Sorgen machen, einen ausgetrockneten Wasserfall zu erleben, wenn ihr dieses atemberaubende Weltwunder besucht. Sutherland Falls, Neuseeland. Die Sutherland Falls sind einer der einsamsten und abgelegensten Wasserfälle der Welt, um nicht zu sagen einer der beeindruckendsten. Für Reisende, die nach einer ausgiebigen Wanderung mit einer atemberaubenden Landschaft belohnt werden wollen, enttäuschen die Sutherland Falls nicht, wenn ihr nach einem großartigen Wasserfall mit einer starken Wasserkraft sucht. Als der höchste Wasserfall Neuseelands mit einer erstaunlichen Höhe von 580 Metern ist dieser Wasserfall ein Muss. Kursünlü-Wasserfall, Türkei. Der Kursünlü-Wasserfall ist nicht nur ein fesselndes Wasserfallerlebnis, sondern auch ein Naturerlebnis. Im Herzen des Kursünlü-Wasserfall-Naturparks gelegen und von einem kühlenden Pinienwald umgeben, bieten die Fälle ein visuelles Erlebnis für Besucher, die schwimmen, einheimische Pflanzen sehen und die Tierwelt mit Vögeln, Schildkröten, Eidechsen und mehr beobachten möchten. Eine weniger bekannte, aber ebenso einzigartige Atmosphäre, die mit Brombeeren, wilden Rosen und anderen Pflanzen duftet. Ban Joc-Wasserfall, Vietnam. Der Ban Joc-Wasserfall ist der viertgrößte Wasserfall der Welt und geht in den Ban Dishan-Wasserfall in China über. Beeindruckend ist nicht so sehr die Höhe dieses Wasserfalls von 60 Metern, sondern die Breite, die sich über 300 Meter erstreckt. Das Wasser, das auf die Felsen prallt, bietet ein wunderschönes donnerndes Geräusch, das man schon von weitem hören kann. Gullfoss, Island. Einst ein Wasserfall in Privatbesitz, ist der Gullfoss heute in Staatsbesitz und eines der berühmtesten Touristenziele in Island. Als Teil des Goldenen Kreises ist der Wasserfall 32 Meter hoch und stürzt in zwei dramatischen Stufen hinab. Die erste Stufe hat eine Höhe von 11 Metern und die zweite Stufe eine Höhe von 21 Metern. Letztendlich ist der Gullfoss ein isländischer Juwel, der unvergessliche Erinnerungen schaffen wird. Tugela Wasserfall, Südafrika. Die Tugela sind ein Komplex von saisonalen Wasserfällen mit einer ununterbrochenen Fallhöhe von 412 Metern und einer Gesamtfallhöhe von 948 Metern, was ihn zum zweithöchsten Wasserfall der Welt nach den Engelfällen macht. Die Tugela-Wasserfälle können über einen malerischen und unberührten Bergpfad erreicht werden, der auf dem Gipfel des Mount Taksources endet.
Gocta-Wasserfall, Peru. Eines der Naturwunder Perus, die man unbedingt erkunden muss, der Gocta-Wasserfall. Mit einer beeindruckenden Höhe von 771 Metern ist dies der dritthöchste Wasserfall der Welt. Nach einer malerischen 2,5-stündigen Wanderung oder einem Ausritt folgt ein atemberaubender Blick auf den fantastischen Gocta-Wasserfall. Hat euch dieses Video gefallen, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts.